Hallo, Freunde. Was hat der Jörg hier? Ein Billig-Digital-Multimeter der Firma Kaiweets. Ist ein Chinese mit einem Vertrieb in Deutschland. Der sitzt in Frankfurt am Main. Es gibt da auch eine Mailadresse und noch eine Rufnummer. Also weit so gut. Die Frage, was kostet der Spaß? Um die 20 Euro. Und mir geht es einfach darum, so etwas mal unter die Lupe zu nehmen. Und zwar völlig unabhängig. Jeder, der bei YouTube eine gewisse Abonnentenzahl überschritten hat, bekommt laufend Angebote von seriösen, unseriösen Firmen. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Doch Werbung zu machen, und da wird dann auch versprochen, dass man Geräte bekommt, kostenlos und solche Geschichten. Ich halte da nichts von, habe mich dazu auch schon klar geäußert, ich möchte unabhängig bleiben und mir auch erlauben, wenn mir etwas nicht gefällt oder ich sage, das ist Murks oder Schrott, das auch zu sagen. Ich begebe mich dann nicht in Abhängigkeiten. Und aus diesem Grunde habe ich dieses Gerät hier auf dem ganz normalen Wege käuflich erworben. Das ist also meins und ich kann auch jetzt damit machen, was ich will. Und wenn das jetzt kaputt geht, dann geht es halt kaputt. Das nehmen wir dann unter die Kategorie Verluste. Da habe ich kein Problem damit. Ja, das Gerät ist spezifiziert für die Messkategorie 3. Was das ist und was das bedeutet, da gehe ich im Anschluss nochmal genau darauf ein, weil das auch gerade für hobbymäßig arbeitende Elektroniker oder Amateurelektroniker, die nicht professionell beruflich damit zu tun haben, ganz wichtiger Punkt ist. Natürlich für die Profis ganz besonders, aber die sollten das wissen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal jetzt an. Gut, dann machen wir mal dieses Siegel auf und schauen, was sich da so verbirgt. Eine Bedienungsanleitung, wie zu erwarten. Ein paar Messleitungen. Zwei 3x A-Batterien. Und das Messgerät selber. So, das war's schon. War auch zu erwarten. Nun zunächst mal so ein bisschen die Haptik. Ja, das ist Hartplastik. Wenn man sich dagegen andere Messgeräte ansieht, ist das gummiartiger, also stoßunempfindlicher. Ja, das ist nicht für einen Einsatz, sage ich mal, im Handwerk jetzt absolut geeignet. Auch der Aufsteller hier, das ist gut und schön, aber man merkt schon, wenn man das anfasst, da ist nicht unbedingt eine große Stabilität. Aber es reicht in jedem Fall, um das Ding hinzustellen. Jo, dann schauen wir uns mal die Messbereiche an. Da ist der Ausschalter im Wechselspannungsbereich. Aber im Messbereich 20 Volt, 200 Volt und 600 Volt. So ist das Gerät auch spezifiziert. Im Gleichspannungsbereich geht es auch rauf bis 600 Volt. Und hier können wir runtergehen, sogar bis 200 Millivolt. Dann schließt sich an der Gleichspannungsstrombereich. Hier geht es von 20 mA, 200 mA bis 10 Ampere tatsächlich. Da muss aber dann hier der Messschand umgesteckt werden auf diese Buchse 10 Ampere. Ja, das ist alles sehr weich, sehr harter Plastik. Also, naja, das Verarbeitung sieht anders aus. Ist wirklich sehr einfach gemacht. Gut, aber kommen wir noch zu zwei Durchgangsfunktionen, Piepser. Die Odentestfunktion, und dann schließt sich hier noch der Ohmbereich an, von 200 Ohm bis durchaus 220 Megaohm. Das ist ganz ordentlich für so ein einfaches, kostengünstiges Messgerät. Ja, und da würde ich sagen, das ist soweit gut. Was fehlt, ist der Messbereich für Wechselstrom. Und daran erkennt man auch schon in etwa, in welche Richtung das zielt. Das ist also eher etwas für Niederspannungsbereiche
und für Gleichspannungsbereiche, also für die reine Elektronik, alles, was da so in Richtung ja, Dreiphasenwechselspannung geht, Wechselströme, hohe Wechselströme, naja, da sollte man was anderes benutzen. Gut, jetzt schauen wir mal in die Anleitung, ob da irgendetwas von den Messbereichen her noch näher beschrieben ist, von der Genauigkeit. Wobei bei 2000 Counts, also insgesamt ist nur eine Anzeige von 2000 möglich, hält sich das sehr, sehr, sehr in Grenzen. Aber da muss man auch wieder sehen, was will ich damit machen. Ne? So, wir sind hier im Bereich der DC-Spannung, also der Gleichspannung, und da wird angegeben plus minus 1%. Bei der AC-Spannung effektiv auch. Und es ist eine maximale Eingangsspannung von 600 Volt möglich. Die Frequenz, die es misst, ist 40 Hz bis 400 Hz. Es ist aber hier jetzt kein direkter Hinweis auf Effektivwertmessung. Aber ich gehe mal davon aus, dass es das macht. Das können wir aber dann auch überprüfen. Okay. Strommessbereich auch plus minus 1,5% und Widerstand plus minus 1,2%. Durchgangsdiode arbeitet mit einer Spannung von 2 Volt, Überlastschutz 250 Volt. Ja, das sind dann erstmal die Kennwerte. Ja, betrachten wir die Messspitzen. Und da bitte aufpassen, das ist oft eine kleine Falle. Wir haben hier Messspitzen mit der Messkategorie 2 und 1000 Volt zulässiger Betriebsspannung. Der hintere Teil ist sehr weich. Das Ganze, naja, das ist von der Haptik. Ich sag mal so, man kann damit an einer Steckdose messen. Ja, kann man überhaupt an einer Steckdose messen damit mit Kategorie 2? Das ist eine gute Frage, die sollten wir vielleicht dann auch im Anschluss mal klären. Also für mich machen diese Messspitzen hier keinen vertrauenserweckenden Eindruck. Das ist also nicht das, was ich dauerhaft benutzen würde, um das mal vorsichtig zu sagen. Das ist hier berührungsgeschützt und okay, keine Frage. Aber gut, lassen wir die Messspitzen erstmal Messspitzen sein. Das Problem beginnt ja jetzt hier schon, dass ich keine Krokodilklemmen dabei habe. Und mal schauen, ob die von Cyclen passen. Ja, die würden passen. Es gibt also von den Durchmessern der Spitzen her die Möglichkeit, sowas zuzurüsten. Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel das mal vergleiche, dann habe ich hier einen ganz anderen Übergang. Viel sicherer, besser isoliert. Also, naja, gut. Das muss man dann sehen. Und man kann natürlich auch höherwertige Messspitzen dann nachrüsten. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch hier die vom Cyclen Messgerät nehmen. Ihr seht, das geht. Also das kann man nachkaufen. Das wäre jetzt kein Beinbruch. Lassen wir das mal so gelten. Also darauf achten, die Messspitzen sind in der Kategorie niedriger und damit ist die Messung mit diesem Messgerät auch nur in 2 möglich mit den Messspitzen, obwohl das Messgerät selbst 3 bietet. Okay, kommen wir zum Aufrüsten des Geräts. Für den Ummessbereich brauchen wir Batterien, das ist klar. Da hat der Hersteller hier ein Batteriefach vorgesehen. Mal eben schauen, wie das mit der Schraube ist. Ihr seht, ich drehe die da gerade raus und ich sehe schon, das ist ein metrisches Gewinde, was sehr gut ist. Denn das Batteriefach muss ja öfter mal beim Batterietausch geöffnet und wieder geschlossen werden. Und da macht irgendwie ein Plastikgewinde nicht so wirklich Sinn. Weil das würde dann so nach 10 Mal betätigen irgendwann nicht mehr vernünftig greifen. Das ist jetzt hier kein Ding. Ihr seht's, ruckzuck Batterien drin. Und wir schmeißen das Ganze an. Natürlich nicht nur für den Ummessbereich, das ist ja ein DVM, das braucht auch noch eine Eigenspannungsversorgung. Und gehen mal in den Messbereich Ohm. Wir sind jetzt 20. Testen wir zunächst den Widerstandsmessbereich Ohm. Der kleinste Widerstand, den ich rausgesucht habe, ist ein 8,2 Ohm Metallfilm mit 1% Toleranz. Das zeigt uns das Gerät 8,3 und das Cyclen zeigt
8,2. Das heißt, das hier müsste auch, wenn es entsprechend runter und rauf rundet, 8,2 anzeigen. Aber okay, die bei der angegebenen Genauigkeit, die das Gerät hat und bei den wenigen Stellen, ist das in Ordnung. So, jetzt gehen wir andersherum. Der nächste ist ein 1K-Widerstand. Ja, da liegen wir hier bei 099684. Und wenn wir das kleine Messgerät nehmen, also ihr seht, das geht mit den Koko-Klemmen. Ist zwar hier beim Übergang nicht so ganz optimal, aber es geht. 0997. Ja, jetzt geht's mal in die richtig großen Dimensionen. Ich habe hier einen Megaohm, einen Mac. 0993 und wir schauen uns das Ganze an auf dem Cyclint. 09588. Ja, das sind die Abweichungen, die zu erwarten waren. Und die Stellen sind natürlich nicht zu vergleichen. Sie hat hier ein 5,5-stelliges. Das ist eine ganz andere Nummer. Aber ich habe sonst in der Klasse keins, was nur 2000 Counts hat. Daher müssen wir das dann schon so vergleichen. Ich könnte es natürlich noch auf die Spitze treiben, mit dem kalibrierten 6,5-stelligen HP drangehen. Aber das ist dann wirklich, ich sehe jetzt schon Äpfel mit Birnen vergleichen, aber dann ist es wirklich außerhalb jeder Diskussion. Gut, das zu der Geschichte. Dann kommen wir zum Spannungsmessbereich. Die sehr, sehr übliche Spannung von 12 Volt habe ich an meinem Netzgerät eingestellt. Und das verfügt schon über ein ganz exzellentes, eingebautes Messgerät. Moment, ich muss mal eben das Ganze mit zwei weiteren Messstrippen rüberziehen. Das hätte ich auch vorbereiten können, aber wie das immer so ist, vorführ Effekt. So, jetzt gehen wir über diesen Weg an die Messgeräte ran. Ist auch nicht so verkehrt. Wie gesagt, 12 Volt. Ja, und hier weicht es ab von 11,996 auf 12,02. Ist aber natürlich vollkommen in der Toleranz. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Ladespannung einer Autobatterie messen will oder die Zellenspannung einer Autobatterie, reicht das vollkommen aus. Das ist okay. Will ich eine Batterie prüfen von einem Kleingerät? Will ich ein Steckernetzteil prüfen mit 5, 9 oder 12 Volt oder 15 Volt? Ist auch kein Problem, dafür reicht das Messgerät locker aus. Jetzt schauen wir mal, was es anzeigt. Ja, im 200 Volt Messbereich, das ist klar. Und was passiert, wenn wir auf den 2 Volt Bereich gehen? OL, jawohl, klar. Das funktioniert alles ganz prima. Eine Hintergrundbeleuchtung hat es übrigens auch. Ja. Gut, das war also schon mal soweit ganz erfreulich. So sieht das Ganze von innen aus, was sehr, sehr löblich ist und für ein Gerät dieser Preisklasse schon bemerkenswert ist das, was ihr hier seht, dass die Batteriespannung über Kontaktfedern übertragen wird. Wir also beim Abnehmen des Gehäuses hier nicht Gefahr laufen, eine Leitung abzureißen und die Flexibilität beim Abnehmen besser ist. Der Nachteil natürlich im Laufe der Zeit, wie sieht es hier mit dem Übergangswiderstand aus, Oxidation und so weiter, das bleibt abzuwarten. Aber an sich ist das eine gute Lösung. Das heißt, ihr löst hier vier Schrauben, zieht das auseinander und ihr habt das Gerät spannungslos, die Batterie abgeklemmt und könnt das zur Seite legen. Ja, warum ich gerade den Eindruck hatte, es leuchtet keine Hintergrundbeleuchtung, hat sich damit schon geklärt. Man hat vergessen, die Leitung anzulöten. Das ist natürlich kein Ding. Das machen wir gleich eben schnell. Überhaupt kein Problem. Aber sowas ist natürlich die Frage einer mangelnden Endkontrolle, die wahrscheinlich gar nicht durchgeführt wird.
Kann ich mir nicht anders vorstellen, als wäre das hier aufgefallen. Und ihr seht, das ist nicht abgegangen oder so. Das ist definitiv hier nicht verlötet. Das fehlt. Ja, dann sind die Sicherungen, die Schutzsicherungen zugänglich. Hier haben wir den Messstand für den Strombereich, den SMD-Widerstand, Schutzdioden, Spannungsteilerdioden hier und der eigentliche Chip, der sitzt hier oben eingegossen. Das heißt, wenn da was dran ist, naja, da könnte man den Shunt natürlich schon mal wechseln oder eine Kleinigkeit hier in dem Bereich machen. Aber ansonsten ist das, denke ich, was diese ganze Geschichte geht, auch bei den Preisen Wegwerfartikel. So, jetzt löten wir mal schnell das kleine, die kleine Leitung da oben an. Ja, schon erledigt, also kein Ding. Aber es war nicht in Ordnung beim Werkhaus. Muss man ganz klar so sehen. Also nichts Besonderes, dass das Ding nicht hochspannungsfest ist, sagt auf den ersten Blick schon der Eingang. Die Schutzabstände sind eingehalten, aber ja, dafür ist es auch nicht gemacht. Fertig. So, Deckel wieder drauf. Ja, hört, er geht auch sofort in die Funktion. Da kann man dann schön sehen, ob die Batterie jetzt Kontakt hat. Und man merkt es jetzt schon hier beim Anziehen der Schrauben. Das könnt ihr machen, aber nicht oft, das Gerät auseinanderbauen. Ja, machen wir den Brachialtest. Messbereich 600 Volt DC. Das Isolationsprüfgerät hier, das ist ein Unité UT511, hat mir bis jetzt immer sehr, sehr gute Dienste geleistet. Hat die großen Monozellen drin und ist bei der Elektroinstallationsprüfung, Isolation und so weiter absolut klasse. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis gut, Gehäuse gut. Das hat schon mehrere Baustellen astrein überlebt und würde ich immer wieder kaufen, gar keine Frage. Ja, und dieses Isolationsmessgerät kann von 100 Volt bis 1000 Volt Prüfspannung liefern. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren. Das heißt, zunächst erstmal testen wir die 100 Volt, die sind ja harmlos. Ihr seht, das ist natürlich jetzt bei der Ausgabe der Prüfspannung nicht so genau. 106 Volt, alles gut. So, dann gehen wir mal gleich auf 500 Volt. Das ist ja noch im Messbereich, der zulässige Messbereich. Ja, 517 Volt und jetzt kommt es drauf an. Was sagt uns... Da haben wir noch einen Eingangswiderstand von 10 Megaohm. Schaut mal, ich zeige euch das mal kurz. 10 Megaohm. Also okay, ja. Und jetzt geht es dann ins Eingemachte. 1000 Volt. Da haben wir dann schon den Messbereich deutlich überschritten. Und wir schauen, was passiert. Ah, er warnt und... Wir haben immer noch 10 Megaohm. Das heißt, das Gerät nimmt definitiv keinen Schaden und das ist ein sehr gutes Ergebnis. Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Und das zeigt, dass der Eingang insofern für das, was das Gerät kann, optimal ausgelegt ist. Natürlich ist das jetzt keine Impulsspannung und keine Stoßspannung, wie sie im Netz auftreten kann. Das ist klar. Aber... das macht doch einen ganz ordentlichen Eindruck. Kann man nicht anders sagen. Okay. Ja, interessanter Test. Habe ich so in der Form bei einem Messgerät auch noch nicht gemacht. Aber auch ich betrete mal wieder Neuland. Gut, dann würde ich sagen, Resümee. Ich will sie auch jetzt nicht auf die lange Bank. Ich bin auch keine Stiftung Warentest. Für den Hobbybereich absolut okay. Bleibt man in der Kategorie 2, das sollte man in jedem Fall tun. Bei den Messungen ist das Gerät meiner Ansicht nach sicher. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis keine Frage. Alles das, was ich hier angemerkt habe, ist Luxus. Und im alltäglichen Gebrauch eines solchen kleinen Messgerätes
eher unrelevant. Bei dem Preis geht das Gehäuse kaputt. Naja gut, dann ist der Verlust nicht sehr groß. Was will man erwarten? Ich habe auch schon deutlich teurere Messgeräte der Edelklasse gehabt, wo noch nicht mal ein Aufsteller dabei war. Das muss man auch mal sagen. Jetzt war die Hintergrundbeleuchtung nicht okay. Ihr habt es ja gesehen, ich habe sie angeleuchtet und wenn man das hier länger drückt, jetzt geht sie auch an. Ansonsten ist diese Funktion das Messergebnis halten. Ja, mit den Batterien wird es eine entsprechende lange Standzeit haben. Dass der Wechselstrommessbereich fehlt, naja gut. Der Gleichstrommessbereich bis 10 Ampere ist für so ein kleines Gerät ordentlich. Ich sollte vielleicht mal testen, inwieweit, wie lange der diese 10 Ampere hält, aber naja, ich will es jetzt auch nicht auf die Spitze treiben. Für die allgemeinen Anwendungen, wie ich sie schon genannt habe, ist das Ding vollkommen in Ordnung und man kann das kaufen. Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich durchaus als gut bis sehr gut bezeichnen. Ja, das ist mein Fazit und zum Abschluss schauen wir uns mal diese Kategorien, Messkategorien an, um das ein bisschen zu erhellen. Das gilt natürlich für alle Messgeräte und in allen Bereichen, auch für die Profis, für die teuren und wirklich exzellenten Digitalvoltmeter. Ob es jetzt Handheld-Geräte sind oder Standgeräte, für die gilt das allesamt gleich. Und das muss man sich mal in der Tabelle anschauen, um dann zu verstehen, worum es hier überhaupt geht. Gut, das wäre es erstmal bis hierhin.